Ich bin extra für die Technik helfen. Heb das Ding hoch, Groot! Ich bin Groot. Hey, ich komm auch nicht hin. Okay. Ich komm nicht nach. Das ist merkwürdig. Gerade er müsste doch nachkommen, der Rückwärts. Ich guck mir wieder den Punkt vor an. Während ich dann nochmal rüberfliege. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Er sagt, du musst es näher herbringen. Aha. Warum stellt er sich das vor? Hey, Gamora! Nope! Okay, Rocket, du bist dran. Von wegen. Näher herbringen. Gute Idee. Sagt mir noch einer wie. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Für mich ist es auch zu weit, Dabbel. Das verstehe ich nicht. Ich bin wieder hier. Warum können die denn nicht durchkommen? Da muss es doch einen Weg geben. Okay, das hat man hochgesprengt. Rocket. Und die wollen mir nicht folgen. Ja, bringen. Ich muss erst die Dinge ausstellen. Jetzt kommen die nach, oder was? Wurde höchste Eiszeit. Hey, Groot, Kumpel! Kannst du das anheben? Ich bin Groot. Ich bin Groot! Ja, Quill. Das ist gut. Ich bin Groot. Nein, da ist nichts, was er über mich wissen muss. Halt dein Rindenloch. Bring das rauf, Groot. Ich bin Groot. Perfekt, du kannst aufhören. Ich bin Groot.
Jetzt geht's hier weiter. Sehr schön. Manchmal braucht man einen Wink mit dem Zaunfall. Okay. Dann geht's hier von der Höhle vor. Da habe ich doch gerade raus. Und ich fahre schon wieder nicht weiter. Outfit Held von Halbfeld. Wo man das Nova Corps durch die Maus ziehen. Noch kein Kostüm für ihn. Nichts, was Drax retten könnte. Gibt es irgendwo noch ein Gesicht, Mantis? Mantis? Hm? Oh ja, diese Höhle hat viele Gesichter. Verstehst du? Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ja, Felsen. Jeder von uns wird sich seinen Ängsten stellen müssen. Manche hier, manche nicht. Aber das Wichtigste ist, sich ihnen zu stellen. Naja, weglaufen ist aber manchmal auch nicht schlecht. Für dich stimmt das, Star-Typ. Hier ist ein anderer Weg. Bild ich mir das ein oder sehen diese Kristalle echt gefährlich aus? Zerbrich dir nicht deinen Wuschelkopf. Du stirbst nur in zwei Zeitlinien durch einen Sturz aus großer Höhe. Und das hier ist keine davon. Ja. Lasst eure Gedanken nicht wandern. Das ist unsicher. Konzentriert euch auf Drax. Ich bin Groot. Genau, um Kenny kümmern. Moment, wer ist Kenny? Lange Geschichte. Oh, die mag ich am liebsten. Und ich hab wieder keinen Plan. Ich hab planlos. Meldet sich zumindest. Drax lag offenbar wirklich was an dem Nova-Kind, oder? Er wollte immer, dass wir uns um sie kümmern. Auch wenn es eindeutig eine schlechte Idee war. Ich bin Groot. Natürlich lag Schmucki etwas an ihr. Unter seiner wütenden Schale liegt ein Herz aus Gold. Was bringt es uns, hier weiter zu sein? Es fühlte sich an, ja, aber als wäre Drax wirklich bereit, mir eine Chance zu geben. Wenn auch ungern. Und mit vielen Beleidigungen. Aber nur, weil Quill ihn ständig dazu ermuntert hat. Oh. Trotzdem, sein Vertrauen zu erlangen, wenn auch nur ein wenig, das bedeutet mir etwas. Siehst du? Du hast gesorgt wegen des Beitritts nach. Du weißt schon, diese Sache. Okay. Vielleicht auch nicht.
Kämpfe runter. Ach, jetzt ob. Hier gibt es eine Spalte. Muss man erstmal finden. Wir müssen auf diese Kristalle, Groot. Aber lass Quill zuerst gehen. Ich will nicht, dass du noch abstürzt. Ein paar Basiskomponenten. Oh, jetzt erinnere ich mich definitiv an was. Glaube ich, wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh, kleiner Struppi. Deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Du bist... Mantis, wusstest du in Nowhere schon, was die Kirche tun würde? Ich weiß nicht. Ich sehe so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich bin. Versuchen Sie in allen Realitäten, die Galaxie zu übernehmen? Nicht in allen, aber in den meisten. Manchmal ist es so laut, als würde eine Basillion Schiffe gleichzeitig starten. Haben wir überhaupt eine Chance, sie aufzuhalten? Oh ja, aber nur, wenn ihr Draxi Waxi heilt. Ihr fünf seid die einzigen, die überhaupt etwas unternehmen. Endlich! Das Gesicht der Tausend! Du meinst jemand? Das wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Ah, hier runter, glaube ich. Alle aufpassen! Danke. Normalerweise schaffst du es nicht. Die Kotati haben ja die Gesichter in der Dunkelheit schon gesehen. Ich. Aber ich dachte, das wäre metaphorisch gemeint. Die Käferlady ist völlig durchgeknallt. Flag auf. Ich gehe rein. Nein, das darfst du nicht tun. Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du. Etwas Schlimmes wird passieren. Oh, jetzt reicht's. Ich gehe rein. Okay. Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden. Ja, aber... Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Quill. Die Käferlady hat gesagt, das Gesicht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, nein. Tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, nein, oder nein. Ich bin nicht durch mit den Rätseln. Moment. Du nicht, lass uns manches getan einfach anhören. Scheiß Trick. Was ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssen wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Zu dem. Keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte etwas aufhören. Robby hat schlechte Laune. Wir werden wahrscheinlich sterben. Hm, er ist im Arsch. Rocket, nicht! Oh, wir sind am Arsch. Jetzt sagst du nicht zum ersten Mal, aber... Willst du meinen Plan hören? Ja. Du, leg sie weg! Genial. Das hätte sich verhindern lassen. Echt knapp? Kannst du wohl laut sagen. Das werde ich noch. Mantis? Das hätten wir alles verhindern können. Wo ist die Matriarchin? Oh, das ist die, in der ich scheitere. Wir wollen dir helfen! Ach du Scheiß, nicht das und schon wieder. Keine Sorge. In der, wo ich scheitere, wirst du bestehen. Bleib bei mir. Selber schuld. Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Was? Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gesprengt, Rocket! Nie wieder! Das wirst du noch bereuen! Star-Typ? Bist du ein Spartoi? Warum wusste ich das nicht? Vielleicht bist du es nicht immer. Oder
Ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was, Quill? Er hat Rex gerettet, nachdem du uns fast umgebracht hast. Wie kann eine Knarre das? Zeig's ihm, Windschuss. Und so wird's gemacht. Ah, meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Ich glaube nicht. Er, ich glaube nicht, die Waffe kann das, sondern Quill kann das. Das ist die wahrscheinlichere Sache. Obwohl, Wahrscheinlichkeit. Schon wieder dieser seltsame Nebel. Ich bin froh, dass ihr nicht so nah am Boden seid. Oh, kleiner Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, warte, Moment. Wasser. Hast du Chitauri gesagt? Ja, hab ich. Oder nicht? Das klingt echt komisch. Windschuss. Drücke 3, um den Windschuss auszurüsten. Der Windschuss kann Gegner in Nahkampfreichweite ziehen. Liegt das? Er ist sehr effektiv gegen schwer zu errechnenden Gegner. Das ist unmöglich! Ich dachte, ich würde diese Schlager nie wiedersehen! Ich hatte es gehofft! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Was für... Okay, das war nicht schwer. Wir kommen in das Lofthause, Groot! Hättest du uns nicht warten können, dass sich Chitauri in dieser Höhle versteckt? Immer so! Stoßen wir nur auf niedliche kleine Augapfelkerlchen. Weißt du, was ich meine, Slatty? Hätten die Augapfelkerlchen, ja! Ich verstehe nur nicht, warum wir hier sind. Mach sie doch! Mann, sind wir etwa in der schlimmsten Zeit, die wir von allen... Das war ein bisschen... Warum kämpft jemand nicht mit? Kumpel, Sie haben angefangen. Hoffentlich sind die Weltraum-Echsen kein Teil von Drax' Rettung. In dem Fall würde Drax es bestimmt vorsichtig, nicht gerettet zu werden. Wer ist jetzt übel? Bei unserem Glück sind Hellbenders Truppen auf der anderen Seite und warten nur darauf, uns anzugreifen. Rache durch Hellbender ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ha, wie bestellt. Kannst du dir denn nicht Kopf's gewusst für nach dem Beschuss aufheben? Könntest du den Typen nicht einmal die Vergangenheit ruhen lassen? Hey, wenigstens haben sie keine Armee dieser Galadinger dabei. Das wär's noch. Mann, ich hab diese Dinger gehabt. Ah, fantastisch. Musstest du das jetzt beschreien? Hey, habt ihr bemerkt, dass genau das Monster kommt, von dem ich geredet habe? Willst du dir das jetzt auch noch auf die Fahne schreiben? Ja. Ich bin bereit, also mal von dir aus was zu machen. Quill, Stein wird schneller! Nein, ich muss das einfrieren. Hat sonst noch jemand das Gefühl, dass der Nebel ein eingeladenes Verlaufhause groß? Na komm. Ich hab schon schlimmere Gegner besiegt. Es ist so lange her, dass ich was gesprengt hab. Zeig uns dein Schwert! Du hast keine Chance! Rocket, mach dein Ding! Ist auf dem Ach, Scheißdreck. Lass mich hier mal hoch. Geht nicht. Riesige Block hier. Ich brauche freie Sicht auf den Kern. Ach. Das ist ein echt langer Weg für ein paar pickige Units. Oh nein! Du bist doch in etwa in dieser Zeit die schon ihre Stärkung, oder doch? Was jetzt, Dieter? Hier ist auch Dorn. Irgendein erlebt ihn noch. Was jetzt, Peter? Kann's noch schlimmer werden? Oh. Wir könnten es mit diesen Kirchen Nova. Das kann immer schlimmer werden. Oh, das wäre in der Tat schlimmer. Oh, bitte! Mantis sagt, das Heilmittel für das Verbrechen ist hier. Ja, dass die Kirche nicht will, dass sich jemand findet. Bin
hier nichts. Wissen Sie, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Wirklich? Schreibt ihn zusammen, Groot! Von diesem Schlagnebel krieg ich wahrscheinlich einen Ausschlag. Wenn wir Glück haben! Ach du heilige Scheiße. Es geht noch okay, weiter. Das ist jetzt offiziell zu merkwürdig. Hey, mir kannst du die Schulter an mich geben. So wird das gemacht. Weiter so. Wir sind fast durch. Ich kann es spüren. Ich stehe wirklich über dir. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Ach, hier ist einer. Wir gehen definitiv in die richtige Richtung, oder? Ey, ich sitze auf einmal. Einen nach dem anderen. Ich komme da dran. Da muss ich auch in Ausnahmsweise zustimmen. Wie soll ich das wissen? Erschlag sie einfach. Wickel sie ein, Kuppel. Ich hab so viel Spielzeug und sollte so gerne mal benutzen. Ja. Wenigstens wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das will ich auch hoffen nach all dem Ärger. Gibt es irgendjemanden, der uns nicht hasst? Wir neigen dazu, dieses Gefühl in Leuten zu wecken. Ja. Wenn noch was aus diesem Nebel kommt, schmeiß dich hin! Du kannst nicht kündigen! Das geht in deinem Vertrag! Den Nova-Corps-Spinner erledigt! Ja, so bringt man den Vernunft. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Wurde auch Zeit! Hä? Was? Ach so. Nebel der Furcht. Das könnte ich wirklich sagen. Alles okay, Mantis? Oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, aber oder? Jetzt lang. Ja, das haben wir. Ja. Aber diese Sache beschäftigt dich trotzdem immer noch. Welche Sache? Mir geht's gut. Konzentrieren wir uns darauf. Wie weit geht diese Höhle noch runter? Legenden zufolge ist der gesamte Planet hohl. Na super! Ach du nein. Oh, vielleicht kann ich helfen. Ich glaube, ich spreche ihre Sprache. Hey, ihr wisst nicht zufällig, wie wir unseren Kumpel heilen können? Ja, eine kleinere, grünere Version von euch Jungs. Keiner wird's kommen sehen. Na komm. Messer ist besser! Nein! Oh nein, das heißt groß, die Toiletten! Beschäftige sie, Groot! Na komm. Das ist so viel auf einmal. Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, bevor wir das Schiff verlassen haben. Ja, komm. Wow. Okay. Ich wusste nicht, dass das kann, aber der liebt immer noch. Hat nicht viel gemacht. Wenn Sie vorhin nicht zugehört haben, werden Sie es jetzt auch nicht tun. Das ist deine Chance, Gamora. Was soll ich machen? Ach, du Scheiße. Groot, Zeit zum Warum hasst uns eigentlich alles? Noch einer da unten. Jagt sie hoch! Warum haben wir keinen von diesen Typen im Nebel gesehen? Vielleicht wissen sie was, das wir nicht wissen. Sind das immer noch drei?
sie fertig, Gamora! Wenn es noch 100 weniger, das hätte viel gebracht. Sie mögen stark sein, aber lass das bloß nicht Drax hören. Lösch sie auf, Rocket. Na komm. Ich glaube, ich höre Wasser. Du kannst ja nachher einziehen. Da geht er doch. Na, das lief ja ungefähr so gut wie erwartet. Ich war sicher. Oh, vielleicht spreche ich sie nur jetzt noch nicht. Ich glaube, ich habe das Wort für töten aufgeschnappt. Oder zumindest den Grundsatz. Der Nebel scheint diese Riesendinger oder was auch immer die sind nicht zu kümmern. Vielleicht sind sie nur klug genug, nicht mittendrin rumzulaufen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin Groot. Ich weiß, warum wir das machen. Und Drax wird das später auch alles zu hören kriegen. Oh, ist das die, in der kleiner Struppi eine Heldentat vollbringt? Leute. Ich weiß, kleiner Struppi. Und es ist der einzige Weg nach vorn. Was ist los? Er sieht, was vor uns liegt. Und ich sehe, was hinter uns liegt. Nein, niemals. Auf keinen verflagten Fall. So nass sieht es gar nicht aus. Mehr so mittel. Ich gehe nicht durch einen verflagten Monsun. Vielleicht können wir irgendwie diese Pflanzen benutzen, um das Wasser umzuleiten. Wir sind ein Team, wir finden eine Lösung. Wollen wir uns wirklich hiervon abhalten lassen, Drax zu retten? Unbedingt. Du rettest ihn, während ich ertrinke. Wie können die hier unten überhaupt? Keine Ahnung. Aber die großen Blätter könnten nützlich sein. Wie ein Bär. Wer was? Ja! Es ist nur eine Pflanze, keine Du-Pflanze und wir haben keine große Wahl. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ja, woher nur sollten wir einen weiteren Schießwildigen kriegen? Passiert da jetzt was? Was habt ihr alle? Was? Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, bevor wir das Schiff verlassen haben. Aha. Der Mist. Sie muss immer noch irgendwo festhängen. Mantis, gibt es auch Realitäten, in denen wir Rocket einfach zurücklassen? Also, rein theoretisch. Das ist eine echt große Bohnenranke. Danke. Ich könnte wohl versuchen, sie zu sprengen. Nein! Erinnerst du dich an deine letzte Sprengung? Na dann halt nicht. Denkt euch was anderes aus. Na, fantastisch. Das ist sogar irgendwie erfrischend. Wie eine kurze Dusche. Was meinst du, Rocket? Ich habe auch noch nie geduscht. Und ich fange jetzt nicht damit an. Fürchtet den allmächtigen Star-Lord. Hast du was gesagt? Nein. Ins Schwarze! Ins Schwarze was? Immer noch fest. Bitte was? Hey, Käferlady! Wie oft genau hast du uns einen schrecklichen Tod sterben sehen? Oh, das ist zu traurig zum Mitzählen. Deswegen höre ich bei 50 immer auf. Na toll, das sind 10 pro Nase. Oh nein, 50.000, kleiner Struppi. Einfach so. Bitte, findest du nicht, dass dein Ego schon aufgeblasen genug ist?
Müssen wir jetzt wirklich da? Nein, das geht sie nichts an. Was gibt's da doch zu verstehen? Ich ertrinke einfach nicht gern. Die irrationalen Ängste von Rockets zu. Hey Groot, kannst du mich darauf bringen? Ich bin Groot. Er ist unterwegs. Sag ihm nur, wie hoch. Push come.